Willkommen zum Zappix Special Community Sunday. Heute gibt es ein 11 gegen 11 Battle in FIFA 13 Pro Club. Es spielen Team Pizmeat gegen Team Bipart Gaming. Viel Spaß dabei. Zicke, zacke, zicke, zacke! Hey! Jawohl, hier sind wir dabei beim Pro Club, unserem Community Battle gegen Bipart Gaming. Vertreten gerade nur durch mich, weil wir jetzt gerade einfach nur alleine bei euch im Channel drin bin und ihr macht mir gerade Angst. Ihr macht mir gerade richtig Angst mit eurer Wir haben uns schon richtig eingestimmt hier. Ich möchte auch kurz unsere Zuschauer begrüßen zum Zappix Sunday. Es gibt das 11 gegen 11 Team Bipart Gaming gegen Team Pizmeat. Ich gehe jetzt runter zu uns im Kanal und da könnt ihr dann unsere Spieler kennen. Ja, und viel Spaß dabei. Wow, wir sind hier direkt. Wieso starte ich? Ja. So, ich bin jetzt wieder zurück. Ich war jetzt die ganze Zeit bei Sepp im Kanal. Ja, es geht schon los. Ja, ich merk's schon, es geht schon los. Wir haben eben gerade einen richtigen Schlachtruf gemacht. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich bin los, jetzt sind dabei. Okay. Sollen wir kurz? Okay. Und? Bring rein! Ja, schade. Das war doch schon mal ein gefährlicher Angriff hier. Ich begrüße jetzt nochmal hier die Leute, die jetzt quasi bei Bipart Gaming zuschauen. Und ihr könnt auch nochmal gerne die Leute begrüßen, die jetzt quasi bei uns zuschauen. Ja, Wahnsinn! Ich lasse die Bälle hier schön abtropfen wieder. Die können auch rausgehen. Und da hat es direkt geklingelt in der 4. Minute. Sinan hat hier das 1:0 geschossen und da geht schon wieder am Team Bipart Gaming in Führung. Jawohl. Auf geht's, Jungs. Genauso weiter. Also ich finde es schon mal, gut dass, gut, dass wir gegen Dortmund gewinnen. Jetzt. Jawohl. Ja. Hier. Fuck, weißt du, guck, hier schon die zweite super Aktion von mir, ne? Wie ich ja schon gesagt habe, hier Bälle abtropfen lassen. Wie in deiner Bewerbung angekündigt. Ja, richtig, genau. Schon jetzt hier in 6 Minuten schon gezeigt, hier, das macht. Geiler Ball. Oh, weit. Boah, der ist doch mal drauf. Das war nicht stark. Weiter im Spiel in 8 Minuten, hör mal. Das müssen wir uns nochmal nehmen hier. Junge, wie geil gespielt, wie geil rübergelegt am Ende nochmal. Sehr schön. Also Gaming zerstört. Ja. Alter, ganz stark. Richtig starke Übersicht haben. Bitte bei den Toren, bitte nicht drücken, ne? Wir möchten noch ein paar Mal sehen. Ja. Ich komme gar nicht drauf klar, wie wir abgehen, ey. Wie wir sie einfach zerstören. Meine Spielerqualitäten sind sehr gut, ey. Komm, lass hinten Malte auch mal beigeben hier. Ich hatte noch keinen Ballkontakt, glaube ich. Nein! Pass auf! Schöne Reise! Schöne Grätsche! Torwart kurz oder so. Irgendjemand hat Boxen an bei sich, bitte ausmachen. Sinan, bitte bei dir den Ton leiser machen. Okay. Und? Leiser! Hier, schick! Kannst du Flanke bringen? Schade. Ecke. So, jetzt warte, bis ich vorne bin, bitte. Danke. Ja, ich bin vorne. Kann losgehen. Also ab der 80. Minute komme ich auch mal nach vorne bei Ecken, okay. Ja? Ja, natürlich. Wenn es 2 Stellen. Oh, stark! Schöner Abwurf. Schön unter Druck gesetzt. Ich komme kurz. Freistöße kann ich auch ruhig machen. Schöner Ball. Flanke. Ja! Ich komm gar nicht drauf. Schön, Joshua, ja, komm mal her, mein Jubeln, Süßer. Das ist alle total am Ausrasten. Aber der Torwart... Wie er sie eiskalt hops nimmt mit der Ball. Ja, die haben... Der war sehr, sehr nass. Die haben einfach eine schlechte Torwartwahl getroffen, müssen wir mal ehrlich sein. Ja. Wir haben ja hier das Nachwuchstalent im deutschen Tor. Ja, der alte Fliegenfänger da drüben. Also bis jetzt ist richtig viel Struktur auch hier drin bei uns im Commentary. Ja. So, hier, da ist der ZDM, der hier auch, scheiße. Kick mich in Linie, hier unten. Alter, ist das ein Chaos. Ja, hast du. Ja, nein, wie? Oh, das ist ein Abseits, das war ein Tackling. Das war ein Schieber, mein Gott. Benni, wie ist eigentlich der Plan? Wird das komplett gezeigt oder geschnitten? Das wird komplett gezeigt. Ich hätte mich jetzt ohne Scheiß nach den zwei Toren, nach den zwei Torverlagen selber gerne mal belohnt, ne? Oh Gott. Lass den durch, ja? Komm, renn vor. Ja, hab ich doch gar kein Problem. Ich meine, guck mal, wenn wir hier die Highlights zusammenschneiden, dann kannst du auch direkt das ganze Spiel zeigen. Ja, ja, also wirklich. Wenn Team Pizmeat so weitermacht, das ist ja Arbeitsverweigerung, was die hier spielen. Ja, ich find's doof. Also ich fühl gleich wirklich in den Sturm. Ich denke, Till, dann nehmen wir dich doch jetzt auch gerade gebührend auf hier ins Team, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja, als Linksverteidiger. Ja, spiel doch mal. So. Und jetzt die Flanke kommt. Langes Ding.
Ja. Ja. Oh, ah, schade. Aber, da, du. Hier, ich hol das noch, Oh. Komm. Schön, haben wir gleich. Ich setz mich ein bisschen ab. Ja, schön, gut gestanden, schade. So, jetzt komm ich, komm. Ey, meine Ordnung behalten. Torwart. Ey, aber der Stürmer vor, okay. Danke. Ich bin wieder da, Oh, nein! Ja! Das war gewollt. Den Fehler wieder wettgemacht. Schön. Ich wollte auch mal was zu tun haben. Ihm mal ein bisschen Hoffnung machen, genau. Und nochmal langsam warm werden. Nein, jetzt hier. Nein! Ich habe keinen Plan vom Torwart. Erste Chance. Zweite Chance. Aber wenn wir ehrlich sind, das haben wir denen geschenkt, oder? Wenn nichts geht, dann geht ein Standard, ey. Ich stand auf dem falschen Pfosten, ich hab den kurz gedeckt und dann ist es. Jetzt nur nicht den Fokus verlieren hier, Jungs. Ja. Hinten sonst erstmal, Innenverteidiger ist da. Ich mach Flanken. Ich biet mich immer an. Zählt ihr Entschuldigung, dass man eigentlich Stürmer ist? Nee. Schade. Entschuldigung, nehmen wir grundsätzlich jetzt gerade ausspielen. Robin. Oh, jawohl. Schön. Oh. Ah, den kann ich. Ja, jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt. Da, jetzt, der kommt doch. Ah, den kann man vielleicht erst einmal festmachen. Schade. Ja, einmal glaub, annehmen und dann. Das Problem ist, dass der eine nicht mitspielt, der Außenverteidiger. Oh, der unten ist er. Aber ich sehe da auch bei denen noch gar keine Struktur im Spiel. Ja, bei uns gerade auch nicht. Ich sehe gerade auch die Viererkette nicht. Ich muss jetzt hier gerade aushelfen auf den Außen. Aber glaub, haben wir. Ja, aber wenn die dafür sind, wir da, dass wir einander Hilfe finden, dass wir anpacken. Ja, ja. Hat man gerade nicht gemerkt bei dem Gegentor. Sorry. Komm, den holen wir uns. Jetzt irgendwie bin ich immer der. Ja, bin ich. Ja, da nehme ich. Ah, schön. Ja. Die Flanken sind so gefährlich. Ja. Ja, weil mein Spieler zu klein ist und ich stehe komischerweise immer in der Mitte, weil da keiner ist. Oh, jetzt hier ein Doppelpass. Schürker, ja, okay. Ja, ja, Ball. Schöner ja, Ball. Da müsst ihr nachsetzen, Jungs. Nachsetzen, sauber. Ja, haben wir schon. Du kannst mich ja gerne kurz spielen. Ja, schöner Ball. Nochmal kurz. Wieder? Mitte ist ja genau, wieder nach außen vielleicht. Oder mit mir mal vielleicht, um mir mal einen Ballkontakt geben. Nee. Oben? Wer bist denn du? Bist du Lina? Ja, ganz hinten bin ich. Jetzt hier ganz rüber. Ja. Schön, jetzt durch die Lücke. Noch weiter. Ja. Sehr und jetzt schön. Bring die Flanke, komm, ich lauf rein, in den 16er. Schönes Erster. Jetzt erster Posten. Ja, der kommt. Jawohl, sehr geil geflankt. Also, ich bin ja dafür. Guck mal, zieh dir mal einen Walk rein, ey. Ist der nicht geil? Also ich bin ja dafür, dass das als Prognose hochgeladen wird. Von zwischen Frankfurt und Dortmund. Da machst du ja, in Berlin eine Riesenfreude. Ja, auf jeden Fall. Und Sepp glaube ich nicht so ganz, aber... Er hat schon geweint, sein halbes Team besteht aus Dortmund-Fans. Okay. Ja. Telefon. Kaputt. Ja. Wir können ruhig weiterreden. Jetzt ist er weg. Bin wieder letzter Mann. Nein, ja, wir haben noch hier Struktur. Guck mal, das ist doch alles noch da. Doch. Andy wird jetzt rufen. Benni wird jetzt rufen hier beim. Was war das jetzt? Glück gehabt, ey. Keine das war ganz. Was ist denn jetzt? Hängen. Wir sind jetzt hängen geblieben. Wer will? Ich bin kurz da. Ja, okay. Ich bin guck mal her. Hier außen irgendwo. Mach lang, genau, schön. Ja, sehr schön. Kannst du durchspielen, ja? Boah, ja, da läuft er doch. Jetzt oben, steil, oben. Oh, ja. Schade. Ja. Leg mal Der Christoph ist schon immer noch ein bisschen offensiver dafür, dass er Innenverteidiger spielt. Ich habe das Gefühl, jetzt auch da. Oh, schön. Wieso springt er da so dumm drüber, mein Spieler? Ey, ich hasse das an FIFA 13. Wird bestimmt besser, hoffentlich. Jörg, da sage ich einfach mal, neues Spiel, neues Glück. Ja. Georg und ich, wir ergänzen uns einfach so gut. Ich habe die 9, hier, guck mal, da, die 10 umrücken. Zum Teuter. Und da ist mal... Einfach weg. Okay. Ja, nichts anbrennen lassen, ja. Das ist richtig. Ja, jetzt nochmal zurück, abgelegt. Ah, schön. Oh, da ist Spielkultur drin. Ganz stark! Oh, ja, ey, was ist hier los? Der ist noch, sehr schön. Hinten, hinten! Jetzt nochmal zurücklegen. Ah. Fix nochmal. Schön verzögert. Ich muss das so machen. Mann. Wie gehe ich? Ach, aus. Die sehen richtig gut aus. Die sind komplett überfordert. Ja. Aber total. Boah! Oh, jetzt packt er hier die Moves auf. Jetzt hier! Genau, schick mich. Boah, wollte ich dran bleiben, nachsetzen. Guck mal hier. Sehr schön. Schade. Ich glaube, ich mache mir viele Feinde, wenn ich sagte, selbst wenn ich aus, wir laufen hier gerade auf so einen Viererklotz. Sammler, oh. Jawohl, genau. Jetzt schick mich hier. Oder schick unten in Linie. Oben! Jawohl. Nochmal? Ja, oh, ganz stark. Schön. Okay, ja, Tor. Ja, Tor. Nein! Oh, den hat er stark gehalten. Aber den hat er echt stark rausgehauen. Guck mal, einfach.
dann noch Neidlos anerkennen. Das war die Glückstaste. Ich will die Leute da draufgehen. Fünfer Pressing. Schade. Ja, sehr gute Halbzeit. Die erste Halbzeit. Also, ja, jetzt vielleicht. Das ist aber gute Teamleistung. Können wir vielleicht ganz kurz mal runterkommen? Ja. Malte, du musst jetzt eine Teamansprache machen. Wir sind alle nicht fit. Also, der Captain regelt das. Das würde ich so nicht sagen. Aber ich denke, bis jetzt läuft es auch ziemlich, ziemlich gut. Und ich würde sagen, wenn wir daran anknüpfen, dann erhöhen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen und dann machen wir die Dortmunder und Seppi nochmal. Ja, was sagen wir? 6 Tore schaffen wir auf jeden Fall insgesamt. Also 2 ja, auf jeden Fall. Ja, da gehen noch ein paar. Ich hätte jetzt zweistellig angeschrieben. Ja, was ist denn los? Lass mal einen Elfmeter zu. Ich will was zu tun haben. Nee, hallo, die Erstaufnahme, die wird hier auch im Video reingetan, ne? Dann. Ja. Wollte gerade sagen, dann so geht's auch los. Hochmut kommt vor dem Fall, mein Freund. Ja, also. Ja, okay, das ist, genau, zurück, das ist noch nicht gewonnen, das Spiel. Also erstmal der Benny zweistellig wird angeschrieben und dann ist es noch nicht gewonnen. Genau, deswegen habe ich auch gerade erstmal so ein bisschen mehr Understatement gebracht. Mit 6 Toren. Komm, geh schon mal. Okay. Jawohl. Wir erinnern uns einfach nur ein wenig an Deutschland-Schweden. Ne? Richtig. Drauf. Ich nehme alles zurück. Die Abwehrreihe sollte schon doch auch noch mal ein bisschen formiert bleiben. Ja, ich bin aber ja immer auf trotzdem Position, könnt ihr Druck machen da in der Mitte. Ah, schade. Ich hab mich wieder ein bisschen abgesetzt. Ja, den haben wir. Den haben wir doch. Oh. Oh. Komm, hab ich. Ah. Böses Foul. Muss in der Mitte gucken. Haben wir. Ah, ja, komm, kannst du auch unten abwerfen nach unten? Ja. Ah, nach unten abwerfen wäre auch gut. Aber ja, oben ist auch nicht super. Schlecht. Oh, den kann er eigentlich sogar. Ah, schade. Spielen gleich. Schön. Jetzt sehr gut. Schick mich nochmal hier. Hinten, ja, okay. Oh, der war ein bisschen... Egal, nachsetzen wieder. Ja, haben wir. Bitte! Jetzt Dinho, mach ihn. Oh, um raus hier! Ah. Der Christoph ist mir als Innenverteidiger immer ein bisschen zu offensiv. Das stimmt. Jetzt ab, der macht jetzt ein Tor. Spielen! Ja! Jawohl! Ja! Sehr schönes Ding, Mann. Pass auf, das ist unser Innenverteidiger. Der ist der einzige Spieler, der nicht im TS ist. Er macht da vorne die Übersteiger und macht ein Tor. Also ich flippe aus. Oh Mann. Ja, der hat auch die 90er Bewertung. Der kann. Sieht gut aus da. Ja, ja, ja. Das ist eine Kante auf jeden Fall. Und dann hinten holt er auch die Kletter die Bälle. Ich flippe aus. No, Allrounder hier spielen. Ja, der ist ja der mit der 90er. Komm mal oben raus, ja. Oh, ganz stark. Ganz unten. So, du kannst da hinten spielen, wenn du willst. Oh, jetzt oder? Die Flanke. Sauber. Die habe ich. Ah. Hier, in die Mitte. Ja, okay. Nachsitzen. Komm, da, abziehen. Ah, ich wollte, das sollte eine Flanke auf den zweiten werden. Ja. Das sah mir gerade nicht nach einer Flanke aus. Aber war flach, oder? Es war zweimal Viereck. Es war schon mit ein bisschen mehr Bums, wäre die gekommen. Kannst ablegen? Ja, mach ich. Nochmal. Der sollte weiter. Kurz. Runter. Ja. Bring die Flanke, komm. Alter. Malte Innenverteidiger. Ja, der ist gut. Oh. Und da haben wir. Benni, was wolltest du da gerade sagen? Ich wollte sagen, was der Innenverteidiger auf der Außenstürmerposition macht, hat mich ein bisschen gerade irritiert. Ich bin nicht der einzige defensive Verteidiger. Ich habe das Gefühl, die anderen sind offensive Verteidiger irgendwie. Gespräch. Bei Pete's Meat. Ja, soll ich mal rübergehen? Sag mal, der Sepp soll bei uns reinkommen, damit er mal seinen Statement abgeben kann. Mal gucken, wie der Pete's Meat gerade auslastet, der Kennel. Aufpassen. Ja, schön. Oh. Hast du? Sehr gut. Ja, komm mal hier. Hier raus, wir sind oben so viele. Jetzt hier. Ja, schön. Aber am besten wäre der flach gewesen, mein Freund. Nächstes Mal. Jetzt, nochmal ablegen. Der nimmt das auf. Das ist natürlich die Höchststrafe. Sag mal dazu gar nichts. Boah, ich hab schon so keine Ausdauer mehr. Ich noch voll. Sehr schön. Ich hab auch voll die gute Wertung. Ja, dann nimmt der Innenverteidiger dem Joshua vorne den Ball weg, ey. Ah, super. Schön. Der Torwart, der mich auch nochmal ins Video. Ja, richtig. Oh, da hat er einen Krampf. Der verletzt anscheinend. Das wird gleich ausgelöst. Der hat Krampf jetzt. In der 60. Echo. Sieh mal bitte Ton leiser. Ja. Okay, jetzt müssen wir uns anstrengen. Jo, oder Katrixen? Okay. Hab ich. Da ist der Chris wieder da. Sauber. So, der macht einen Fehler. Na gut, nicht ganz. Der Kessemark ist das. Höchstpersönlich. Oh, scheiße. Nein! Ja, schön. So, jetzt der schnelle Konter. Oben durch die Lücke. Nochmal. Ja, ganz viele. Ah, ganz schade. Boah. Haben wir. Ah, schade. Jetzt ist in der Mitte ein bisschen offen, ne? Ja. Okay, jetzt. Komm.
Ja! Alter, der war stark geschossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Wir müssen mehr versuchen, über die Außen zu kommen, glaube ich. Da Tor greife ich mir an. Schlechter Ballverlust im Mittelfeld, ne? Da hat unser einer Infanterie wie einen Ausflug gemacht, ne? Ja, ich war ein bisschen alleine da und dann habe ich kurz spekuliert und bin nicht ganz gleich raufgegangen und na gut. Passiert's eben. Ja. Das kann man mal verkraften. So ein Tor. Ah. Sinan, bitte, bei dir ist zu laut im Hintergrund. Jetzt meine Wertung am Arsch, toll. Hui, Ruhe, das kennt man ja gar nicht. Jetzt spielen. Ein weiter. Oh, wow. Schön. Der war schön. Gut dabei. Flank nochmal rein. Reinfangen. Schön gespielt wieder da. Ja. Die Innenverteidigung ist nicht gerade irgendwie so formiert. Ich glaub, okay. Geht drauf. Ich versuche nur in die Mitte zu kommen, auf den zweiten Posten. Deck mal den in der Mitte. Ja. Sehr schön, Spiel raus. Kurz. Okay. Sehr gut. Ich bin nach oben. So, jetzt noch weiter oben. Mit hier. Jetzt. Ich kann schon nicht mehr. Ah, da ist. Ja, kann ja. Ich muss hinten bleiben. Kesselmark hat Krämpfe, sehr. Oh, schön. Den macht da der Chris wieder. Oh. Und der Abseits, oder? Nee. Nee, den gibt er. Der Joshua mit seinem dritten Tor hier. Alter. Also, Josh, man hört das ganze Spiel nichts von dir und dann ist er vorne da und dann macht das Ding auch rein, ne? Versucht den Gegner ein bisschen. Das ist der klassische Mario Gomez. Die Tore eiskalt macht. Der klassische Mittelstürmer eben in dem Sinne, ne? Obwohl ich der klassische Mario Gomez, ne? Der rennt aber auch immer direkt. Wollte ich gerade sagen, der ist Anstoßer, ist die Innenverteidigung schon aufgelöst. Ja, also wirklich. Aber hier, da ist er da, der ZDM. Oh, ich bin im Tor. Sauber. Hinten vielleicht erstmal. Oh, durch die Mitte, das ist immer ein bisschen gefährlich. Ja, eigentlich wollte ich den noch gar nicht durch die Mitte spielen. Ich bin kurz da. Rechts. Oh, scheiße. Komm hier. Das war der Chris schon wieder ich da, bin oder? Ganz außen. So, ich bin jetzt hier hinten, ey. Schick mich. Ah. Hier. Versucht gleich mal. Boah, was ist das für ein First Touch, ey? Versucht mal den kleinen Torwart gleich mit einem Rainbow zu überspielen oder so. Hier! Zweiter Pfosten. Oh, einfach flanken. Ja, auf dem zweiten. Schade. Ja, sind die Innenverteidiger aber gut weit hinten, also. Ja, ich bin Außenverteidiger und bin trotzdem so weit hinten. Longshot, komm. Achso, Till muss die ganze Zeit aushelfen. Longshot, komm. Schade. Bei mir war es auch mit der Ausdauer. Oh. Haben wir, schön. Schön. Komm. Erst einmal komm! Sauber, ja. Gut verteidigt. Sehr gut. Hier. In die Mitte nochmal spielen. Spielen. Schön. Abseits aufpassen. Jawohl. So, ich komm mit unten, ne? Okay. Ach du Scheiße, der kann ja nicht mehr hier, oder was? Ich habe auch überhaupt zurück keine Ausdauer mehr. Drauf. Oh, okay, sehr schön. Haben wir. Sehr gut. Ui. Wow. Na unten ab. Scheiße. Nein. Oh, Scheiße. Mann, das ist ärgerlich. Das ganze Spiel nichts zu tun, ne? Und dann sowas. Eben genau aus dem Grund. Da hättest du kurz spielen müssen. Ich wollte nicht einfach loswerden. Pass auf, das ist dem. Das ist hier kurz vor 90. Minute. Da kann du hättest dem Gegenspieler nicht den Ball ins Gesicht schießen sollen. Der hat doch noch gefehlt, oder? Einmal? Ah. Ja. Warum ich will kein viertes Gegentor. Oh, ich hab provozierende Fouls freigeschaltet. Ich bin. Oh Mann, ey. Bin kurz da. Was ist peinlich. Aber wir waren ja. Denn? Oh, schöner Pass. Ich hab eigentlich gar nichts gedrückt. Ja, wir waren ja einstimmig dafür, dass Georg gleich ins Tor geht. Richtig. Ja. Nee. Och! Du machst das jetzt schon ganz gut. Ey, Till, ich hab mich jetzt auch gerade bekommen, provozierte Fouls. Gut. Die laufen schon alle vor. Komm, eins machen wir noch. Ich bleib jetzt hier hinten, ey. Wir wollen. Ah, schade. Was? Aber hier. Ah, das ist gut. Da kann man nichts sagen. Sehr nice. Mal sehen, ob der Sepp mal runterkommt. Ich weiß es nicht. Aber der war ganz leer, ey. Boah, ja. Mann. Spieler des Tages ist dann jetzt der Joshua geworden mit 9,7. Boah, ja. Nicht der Georg, glaube ich. Yeah, ich habe eine 7,5, nicht schlecht. Und ich würde sagen, das war schon mal ein richtig, richtig lustiges Spiel auf jeden Fall. Oh, also. Der Anfang war richtig crazy, also da ging es richtig ab. Und dann haben wir das Spiel, würde ich mal sagen, ganz souverän nach Hause geschifft. Also ja. Haben wir nichts mehr anbrennen lassen, außer der Torhüter. Hallo? Ich kann nichts nein, dafür. Nein, ich wollte so sagen, vielen Dank, dass du auch Torhüter gemacht hast. Nein, das ist wirklich eine der wichtigen Positionen im Spiel und es gibt wenige, die sich dazu bereit erklären und ich finde es cool, dass du es gemacht hast. Und natürlich auch nochmal danke an die restlichen, die da mit dabei waren. Hat uns sehr gefreut und es gibt ja noch ein zweites Spiel auf jeden Fall. Jo, da bin ich im Sturm.
Ja, und da werden wir auch nochmal mit den Positionen komplett irgendwie durchwechseln. Ich meine, das hat super funktioniert, aber ich denke, da werden wir auch nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen, oder? Und Jungs, als Kapitän muss ich einfach auch nochmal die mannschaftliche Geschlossenheit hier loben. Das war wirklich erste Klasse, was ihr da gezeigt habt. Ne? Ja, man hat gemerkt, wir haben alle an einem Strang gezogen. Und das ist dann aber wichtig. Ich möchte nicht wissen, was bei Pete Smith im TS los war. Ich glaube, der Sepp, der ist richtig aus sich gefahren, hat die Leute angeschrien, dass die sich mal zusammenreißen wollen. Das könnt ihr natürlich auch mal gerne bei dem reinschauen. Das wird es ja bei denen geben auf deren Kanal. Und dann geht's gleich das Rückspiel. Mal sehen, ob sie sich bis dahin gefangen haben. Und als letztes würde mich jetzt vielleicht mal an die Zuschauer gerichtet interessieren, wie es euch gefallen hat. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr solche Aktionen findet, weil vielleicht bleibt sie nicht das letzte Mal. Und dann denke ich, kann man das hier erstmal für das erste Spiel zu einem ganz guten Abschluss bringen. Jo, und wollen wir jetzt das ganze Team einmal durchgehen, kurz verabschieden, genau, kurz die also loswerden, hatte ich irgendwie so gedacht. Ich wollte gerade sagen, ihr hattet gar nicht die Gelegenheit, euch richtig vorzustellen und das lag einfach daran, dass ich am Anfang bei Sepp in der Gruppe war. Deswegen gebe ich auch nochmal kurz, ja, von oben nach unten, ihr seht es ja im TS, wie ihr ausgerichtet seid, kurz was zu erzählen oder kurz was zu euch sagen. Der erste ist Aniel. Ja, ich verabschiede mich hier. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Cool. Hat's gut, Spaß, ich verabschiede aber mich ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Jo, ich bin dann jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mir hat's Bock gemacht, Leute. Ich freue mich auf das Rückspiel. Bis dann. Ja, mir hat's auch ziemlich viel Spaß gemacht. Ne? Aber ich verabschiede mich dann auch einfach mal. Boah, ich wurde von einem Server gekickt. Boah, was? Hoffentlich hat euch Spaß gemacht. Oh, tut mir leid. Mir hat auch sehr Spaß gemacht und ich fand's auch gut. Bis zum nächsten Mal. Gut, dann habe ich jetzt die letzten Worte. Haltet euren Kasten sauber, euer TS. Oh Gott. Wie? Ja, zurück einfach. Ich bin am Ball. Nein. Wir sind noch im Pausenmenü. Drück jetzt einmal zurück.